Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich halte nicht so viel davon, wenn wir uns hier gegenseitig Schulnoten, wie eben geschehen, vergeben. Aber nichts anderes ist ja auch eine Zwischenbemerkung. Ihren theoretischen Ansatz, dem sind wir entgegengetreten. Personalentwicklungskonzept in Ansehung der in der Stadt gefühlten Problemlage ist doch keine Antwort auf ungeöffnete Bäder. Das ist eine Antwort in zwei Jahren, meine Damen und Herren. Und da hat diese Koalition tatsächlich operativ eingegriffen und 25 neue Stellen zugesagt. Das ist der Unterschied zwischen Theoretisieren und praktischem Handeln, meine Damen und Herren. Und natürlich muss es ein solches Konzept geben, aber nicht aus theoretischen Gründen, sondern als Ergebnis des praktischen Politikhandelns in Abkehr von der Schließungspolitik in den Jahren 2002 unter Ihrer Mitverantwortung haben wir jetzt eine andere Auffassung. Bäder sind Kernbereich der Daseinsvorsorge. Ich habe es gestern im Hauptausschuss schon gesagt. Wir haben mehr Bäder am Netz und wir wollen zwei zusätzliche 365 Tage Multifunktionsbäder. Und selbstverständlich muss das dann auch personell unterlegt werden. Das ist aber eine Zukunftsaufgabe. Jetzt haben wir beobachtet, und da teilen wir Ihre Analyse, dass Bedarf besteht, haben uns mit den Bäderbetrieben hingesetzt, haben uns mit dem Senat hingesetzt. Und ich hatte es ja vorhin schon mit Blick auf den Wortbeitrag der Grünen, deswegen Ihnen auch noch mal gesagt, mitgeteilt, dass es nur nicht verstanden worden. Und haben diese 25 Stellen auch finanziell untersetzt. Erstens gibt es Jahresüberschüsse, die das für seriös erscheinen lassen. Und zweitens gibt es die Zusage des Senats, Fehlbeträge nach dem Motiv der Basiskorrektur auszugleichen. Das ist nicht verstanden worden. Das sind 25 echte zusätzliche Stellen und die sind auch finanziert. Das ist politisches Handeln. Sie theoretisieren hier nur. Vielen Dank, Herr Schneider. Frau Dr. Hiller, Sie möchten replizieren. Bitte sehr. Danke schön, dass ich noch mal antworten darf. Es ist natürlich bemerkenswert, Herr Schneider, wie Sie ausblenden, dass der Sportsenator in allen Zeiten, an die ich mich erinnern kann, einer der SPD war und dass die Bäderschließung einvernehmlich zwischen SPD und Linker in dieser Zeit erfolgt waren. Ich will da nicht weiter darauf eingehen, aber Sie müssen uns das jetzt nicht vorwerfen. Das ist ein bisschen dümmlich. Zweitens, Jahresüberschüsse. Ja, es gibt Überschüsse. Alleine beim Personal wurden im ersten Vierteljahr dieses Jahres 1 Million Euro eingespart. Was ist das für ein Herangehen in den Bäderbetrieben? Warum bemerkt das der Aufsichtsrat nicht? Das ist doch unmöglich und deshalb wäre es ja gut, ein Konzept zu haben und abzufordern und zu kontrollieren. Ja, Sie haben recht, das dauert seine Zeit. Ja, und ich weiß ja auch, dass eins in der Schublade steckt. Aber gut, dass etwas passiert, deshalb stimmen wir den Antrag zu. Ich hatte das gesagt. Ich finde aber die Herangehensweise dennoch nicht richtig. Und das sei mir dann gestattet. Ich weiß gar nicht. Ich bin so. Ja, richtig. Nein, ich weiß gar nicht, was Sie gemacht hätten, wenn wir den Antrag nicht ursprünglich gestellt hätten. Hätten Sie dann weiter zugeguckt? Dieser Sommer würde in die Hose gehen. Der ist jetzt schon gefährdet, dieses Sommerbaden. Und ich will es Ihnen sagen, es sind 12 Einstellungen gegenwärtig vorgenommen oder die sind im Schwebe. Was eigentlich ist mit den 25 gehören, die schon dazu, setzen Sie drauf? Ich finde ja, wir setzen Sie drauf. Ja, lassen Sie uns das heute hier so festhalten. Aber der Sommer ist dadurch noch lange nicht gerettet. Sie agieren einfach zu spät und Sie haben die Kritik, die ja gerade auch von der Seite der Linken regelmäßig hier geäußert wurde, nicht ernst genommen. Dankeschön.